Naja, man soll nicht vergessen, wie hoch die Arbeitslosigkeit ist und vor allem, wie hoch die Jugendarbeitslosigkeit ist. Und wenn in 19 Ländern Europas Regionen existieren mit mehr als 25% Jugendarbeitslosigkeit, dann kann man wahrlich noch nicht davon reden, dass die Krise vorbei ist. Und ich glaube, das muss auch ein Hauptthema für uns bleiben. Wie können wir mit Jugendbeschäftigungsgarantie, mit der Finanztransaktionssteuer, wie können wir Maßnahmen setzen, wo die Menschen spüren, wir sehen das nicht als Entspannung an, solange so viele Menschen keine Arbeit haben. Also das heißt, die Ausbildungsgarantie, die Sie in Österreich haben, auch als Vorbild zu nehmen? Ja, ich glaube, dass die Ausbildungsgarantie 16-Jährige von der Straße holt. Und das ist wichtig, weil wie soll man den europäischen Gedanken, die Demokratie, die Werte der Demokratie vermitteln, wenn junge Leute mit 16 keine Chance haben. Und es gibt einige Länder in Europa, die eine duale Ausbildung haben, eine gute Facharbeiterausbildung. Und da hilft die Ausbildungsgarantie zur Wettbewerbsfähigkeit. Nicht nur kürzen, sondern auch was tun für die jungen Leute, hilft der Wettbewerbsfähigkeit. Ja.